Hallo ihr Lieben, heute dachte ich mir, machen wir mal mit diesen kleinen hübschen Kristallen etwas. Und zwar habe ich mir überlegt, wir machen kleine Anhänger daraus. Na, das sind hier ganz viele verschiedene. Und da müssen wir jetzt gleich mal gucken, welche wir nehmen. Ich glaube, wir nehmen direkt mal den da. Und ja, ein kleines Projekt dann fürs Wochenende mal. So, wir brauchen dafür auch wieder Draht, ne? Den kennt ihr schon. Na, einmal den mit 0,8 mm. Und einmal den mit 0,3 mm. Und ja, fangen wir direkt mal an. Für das Design nehme ich 40 cm Draht. Nee, weil wir werden den Draht zu einer Aufhängung bauen. Oder Draht, besser gesagt. Und das Ganze hier so ein bisschen drumherum wickeln. Ne? Und deswegen brauchen wir ein bisschen was mehr. So. Da haben wir jetzt schon mal die 30 und die 40. So. Ach, übrigens, die ganzen wichtigen Infos, die schreibe ich euch wieder unten rein. Also welcher Draht, wo ihr den bestellen könnt, wie viel Draht ihr braucht und so weiter und so fort. Ne? Wer meine Videos kennt, der weiß das mittlerweile, dass ich das ja dann immer unten für euch reinschreibe. So, jetzt haben wir hier unsere 40 cm mit dem Draht. Und bei diesen Kristallen ist es so, die haben ja immer so ein vorgebohrtes Loch. Und da fädeln wir uns den ganzen Dröses mal drauf. Ja, hier oben wieder gucken, dass es gerade ist. So, das ist erstmal zur Seite. Hier. Und dann kommt unser Kristall natürlich schön in die Mitte. So, gucken wir mal, dass er hier in der Mitte ist. So. Und dann drücken wir hier das Ganze schön zusammen. So. Und dann hier oben gehen wir quasi einmal drüber. Da könnt ihr euch, wenn ihr wollt, eine Zange dazu nehmen und dann den Draht wieder aufrecht biegen. Ich versuche mal das ein bisschen besser für die Kamera zu zeigen. Also so im Prinzip hingehen und den dann hier so hochknicken. Und dasselbe Spielchen macht ihr im Prinzip mit dem anderen Draht auch. Also einmal hier so quasi drüber legen, mit der Zange reingehen und hochstellen. Dass die schön parallel liegen, die zwei Drähte. Und dann können wir im Prinzip schon anfangen mit dem Drahten. Ich mache das nochmal so, dass ich hier den Draht nochmal so ein bisschen hin und her drücke, dass er ungefähr parallel ordentlich auch sitzt. Und dann geht's los. Dazu nehmen wir fürs Muster jetzt wieder den 0,3 mm Draht. Und den lasse ich dieses Mal auf der Rolle. Ich sage euch dann aber später dann, wie viel das ist, beziehungsweise schreibe euch das unten rein. Ich mache mir jetzt erstmal wieder 1,20 runter vom Draht. Ja. So dass wir schon mal eine Länge zum Arbeiten haben. Ja. Dürfte aber etwas mehr sein wie diese 1,20. Södele. Das mal auf die Seite, das auf die Seite. So. Jetzt fixieren wir uns schon mal den Draht hier so ein bisschen. So, also ich mache mir das hier so ein bisschen, halt das Stückchen hier so fest auf dem Stein quasi. Ist dann ein bisschen einfacher mit dem, ich sag jetzt mal, drumherum wickeln. Einfach, weil ihr da was zum Festhalten habt. Ne? Dann macht ihr jetzt hier unten an dieser Stelle irgendwo hier eure Befestigung. So mit ein paar Wicklungen, dass der Draht nicht mehr wegflutscht. Das sieht dann so aus. Und dann machen wir jetzt erstmal die Aufhängung. Und dann machen wir jetzt einfach die, ich habe keinen Bock Aufhängung, ne? Aber die, wir sparen uns ein bisschen Zeit, indem wir hier jetzt einfach den Draht so da drumherum wickeln, ne? Auf einer Länge von knapp 3 cm. Dazu könnt ihr auch einfach hingehen und den Kristall drehen, beziehungsweise mit dem Draht dann einfach hier so. Mal so. Und dann immer wieder runterschieben. Ne? Und das machen wir auf einer Länge von 3 cm. Einfach, damit wir eine große Aufhängung haben, wo dann jeder Kettentyp quasi drauf passt. Ne? Das ist am einfachsten. Ihr könnt die Aufhängung auch etwas kleiner machen, wenn ihr wollt. Ihr könnt auch nur 2 cm nehmen. Wenn ihr sagt, okay, da sollen nur dünne Ketten ran, dann ist das kein Problem, wie ihr sagt. Einfach hier die ganze Zeit drehen, 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 drehen. Bis wir dann die 3 cm haben. Das dauert jetzt halt ein Momentchen. Ja.
So, jetzt haben wir hier unsere knapp 3 cm und was gerne mal passiert ist, dass sich der Draht hier an der Stelle dann so ein bisschen verdreht. Aber das ist kein Problem. So, machen wir das mal so. Dann nehmen wir uns jetzt die Backenzange und machen uns den Draht hier wieder gerade. Einfach mit der Backenzange da so ein bisschen dran gehen. Ne? Und dann platt drücken quasi, sage ich jetzt mal. Ne? Und dann haben wir eine gerade Aufhängung, an der wir jetzt gleich weiterarbeiten. So, jetzt kommen wir zu dem Muster, was wir für den Rest des Drahtes dann drahten werden. Und zwar machen wir wieder so ein, na, sag schon, jetzt komme ich aufs Wort nicht. Quasi 5 einfache Wicklungen und 2 drüber. Ich zeige euch das jetzt aber mal. So, also hier unten auf dem unteren Führungsdraht, ne, da machen wir uns jetzt 5 Wicklungen. Ne. Am besten ihr knickt euch das hier oben so ein bisschen weg, hier so, so links, rechts, damit ihr eine bessere Orientierung habt. Und dann gehen wir hier mit dem Draht rein. So, das ist die erste Wicklung. So, die zweite. Die dritte. So, die vierte. Und die fünfte. So, schieben wir uns das mal ein bisschen runter noch, soweit es geht. So. Und jetzt kommt ein Stück vom Draht über beide Drähte drüber. Eins und noch einer. Das sieht dann so aus. Gut. Und jetzt machen wir das gleiche nochmal. 5 einzelne Wicklungen auf dem unteren Draht. 2, 3. 4 und 5. So sieht das jetzt aus. Und das schieben wir uns jetzt zusammen wieder, damit es dann so aussieht. Und jetzt gehen wir wieder über beide Drähte drüber. Und dann machen wir wieder unsere 5 einzelnen Wicklungen. Ne? Ein letztes Mal nochmal für euch. In langsam. 1, 2, 3, 4, 5. Ein bisschen zusammenschieben. Und 2 Wicklungen über beide Drähte drüber. 1 und 2. Und wenn das sich so ein bisschen verschiebt, so wie hier jetzt gerade, dann einfach nochmal zusammenschieben. Das machen wir jetzt fast bis zum Ende. Also hier am Ende lassen wir dann knapp 1,5 cm Platz. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich hier fertig bin. So, bin jetzt quasi am Ende angelangt. Das ist jetzt ein bisschen was mehr wie 1,5 cm noch, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Und vom Draht habe ich jetzt insgesamt 2,50 m benutzt. So. Beim letzten Stück mache ich das jetzt so, dass ich hier das Ganze jetzt mit ein paar Umwicklungen mache. Ne? Also so 15, 20, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 15, 15, 15. So, das sind jetzt ungefähr 20 Wicklungen hier auf dem Stückchen. Moment, ich zeige es euch nochmal genau. Hier. So. Na, da könnt ihr auch mehr machen, wenn ihr wollt. Das ist kein Problem. Wichtig ist halt nur, dass ihr ein bisschen Platz gleich habt, damit ihr eure Spirale gleich machen könnt. Mal schnell so. Und dann kann der Rest abgeschnitten werden. Na, ich schneide das gerne hier auf dieser Ecke ab. Das ist quasi, wie soll ich sagen, naja, in den Drähten quasi drinnen liegt. Ne? Also hier dann quasi kappen. Knappkantig. Na, schon wieder stumpf, ne? Die werden bei mir immer so schnell stumpf, ich weiß gar nicht warum. So, und jetzt gehe ich einfach nur mit der Zange nochmal hin und drehe das so ein bisschen hier so, na, damit das einigermaßen fest sitzt. Sieht dann so in etwa aus. So, das Drahtstück kommt schon mal weg. So, dann mache ich mir das erstmal nochmal gerade alles. Na, dafür nehme ich mir jetzt eher diese Backenzange. Ne? Da kann man das sich so ein bisschen nochmal gerade machen, den Draht. Muss man jetzt nicht unbedingt, aber ich mache das immer ganz gerne.
Ja, weil, ja, keine Ahnung, der Monk ist da mal ein bisschen vertreten, sag ich jetzt mal. So. Jetzt machen wir folgendermaßen. Das lassen wir jetzt erstmal hier in Ruhe am Ende, weil wir dann gleich mal gucken, wie die dann liegen, damit wir da nicht zu viel abschneiden. So. Jetzt kommen wir erstmal zur Aufhängung. Dafür nehmt ihr entweder eine Bügelzange oder eine Rundzange. Na, das ist eigentlich einerlei. Man setzt da ungefähr hier in der Mitte an von der Biegung und dann biegt ihr euch das einfach hier so drumherum. So. Und im Idealfall sollte das dann sich hier an dieser Stelle treffen. Natürlich so, dass der Stein auch sitzen bleibt. Der kleine Zwockel ist ein bisschen bockig, ihr seht es. So, weil der hat eine schräge Kante. Deswegen bleibt der Draht jetzt hier nicht so richtig hängen. Aber ist nicht schlimm, das ändert sich sowieso gleich, wenn wir das jetzt hier gleich ordentlich biegen. So, und jetzt müssen wir den Draht ein kleines Stückchen drehen. Ich versuche mal das so in der Kamera zu halten, dass ihr das ordentlich seht. Also ich muss den jetzt so drehen, dass ich den jetzt hier gleich drumherum wickeln kann. Ihr könnt auch dazu eine Zange benutzen, wenn ihr wollt, dass ihr euch den so quasi senkrecht stellt. Na, ihr habt da jetzt so einen Knick dran, ne? Damit ihr dann hier drumherum kommt. Na, weil das ist jetzt quasi die Befestigung für die Schlaufe. So. Und jetzt ist natürlich ein bisschen doof, weil der Stein natürlich jetzt ein bisschen wackelig ist. Aber das kriegen wir alles hin. So. Ich halte nur ein bisschen fummelig. So, und jetzt wird das Ganze hier drumherum gewickelt. Wie gesagt, wenn er ein bisschen bockig ist, der Stein, dann muss man nochmal nachpacken. Aber ist normalerweise kein Problem. Dann wickeln wir uns jetzt hier den Draht drumherum. So, dass hier dieses Drahtstück auf jeden Fall verschwindet und auf der anderen Seite genauso. So. Kann man natürlich auch ein bisschen enger machen. Ne? Also ihr seht ja hier, das ist immer so ein bisschen tricky. Aber das geht. So. Nochmal gucken. Wenn euch das hier oben nicht gefällt, dann einfach nochmal ein bisschen nachdrehen. Das ist ja kein Problem. Wie gesagt, das ist so ein bisschen jetzt der innere Monk wieder, der durchkommt. Ne, der muss das wieder ordentlich haben. Und dann kann man sonst auch nochmal mit der Zange so ein bisschen dran ziehen. So. Und dann haben wir hier jetzt unsere beiden Drahtenden. Und die kriegen jetzt eine Schlaufe. So, die eine kommt, biegen wir uns jetzt mal so ein bisschen zur Seite. So. Der kriegt schon mal eine Schlaufe rein. Wenn euch das Ende hier nicht gefällt, kappt ihr euch das einfach ein Stückchen. Dann bekommt ihr eine hübschere Schlaufe hin. So, auf die Seite. Das sieht dann im Prinzip so aus. Und dann geht ihr hier nochmal mit der Rundzange dann so rein. Dann sieht das hübscher aus. Und das gleiche können wir hier unten auch nochmal machen. Hier könnt ihr auch, wenn ihr wollt, ein bisschen größer das Ganze machen. Na, ich mache das jetzt mal einen Ticken größer. Ein bisschen was abschneiden. Und dann können wir uns das dann hier auf den Stein drauflegen. Und ein bisschen wursteln. So, wenn das zu weit absteht, könnt ihr zum Beispiel mit der Zange hingehen und das mal so ein bisschen platt drücken. Sag ich jetzt mal. Ne, da würde ich auch hier die Backen, hier die Seiten von der Backenzange nehmen. Ne, weil manche von diesen Steinen sind gefärbt. Ne, je nachdem, wo ihr die kauft. Und dann ist das einfacher, wenn ihr das mit der Zange macht, damit ihr euch die, ich sag jetzt mal, Lackierung nicht abschrappt. So, jetzt gucken wir mal, ob die Aufhängung sitzt. Ne, sitzt nicht richtig. Und dann drehen wir uns die einfach mal richtig.
weil ich möchte die Aufhängung parallel zu diesen beiden Schlaufen haben. Na, damit das dann, wenn ihr den Anhänger tragt, dass das dann so aussieht. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr wollt, wenn euch das so noch nicht so richtig zusagt, na, das Ganze dann noch mal ein bisschen umwursteln und jetzt zum Beispiel sagen, okay, die machen wir jetzt mal ein bisschen weiter auseinander. Kommst du her, du Zwockel? Und könnt ihr dann auch so machen. Und dann hier nochmal festdrücken. Kann man auch mal so gucken von der Seite. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt. Also man kann jetzt quasi so nochmal gucken, ob das einigermaßen aufliegt. Und wenn nicht, dann einfach mal so draufdrücken. So. Dann ist es meistens etwas flacher. Ne? Und dann halt gucken, dass es euch so gefällt. Und wenn es euch so gefällt, dann zack an die Kette ran und fertig ist euer kleiner Kristall an der Kette. So, ich hoffe, das hat euch gefallen. Und wer jetzt noch nicht abonniert hat, sollte jetzt abonnieren, damit er kein neues Video verpasst mit hübschen neuen kleinen Anhängerideen oder Bastelideen mit Draht. Ne? Also ihr Lieben, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, bleibt gesund, eure Sarah. Ciao, ciao.